The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die Tugend, sich selber zu vergessen. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Durch den Glauben nahm Paulus die Gnade Christi für sich persönlich in Anspruch. Diese Gnade stillte die Bedürfnisse seiner Seele. Durch den Glauben empfing er die himmlische Gabe und teilte sie anderen mit, die sich nach Licht sehnten. Dies ist die Erfahrung, die wir brauchen. Betet um diesen Glauben. Strebt danach. Vertraut Gott, dass er ihn euch geben wird. In unserer Welt muss ein großes Werk getan werden. Wir leben nicht in einem Traumland. Wir haben lebendige Realitäten vor uns. Überall sind die Bekundungen der Macht Satans zu sehen. Lasst uns mit dem zusammenarbeiten, der an der Wiederherstellung und am Aufbau arbeitet. Und wir wollen nicht vergessen, dass jeder, der für Christus arbeitet, an der Quelle aller Kraft neu auftanken muss. Christen müssen gut denken können. Sie brauchen einen festen Willen und ein Wissen, das aus dem Studium des Wortes Gottes herrührt. Sie können es sich nicht leisten, ihren Kopf mit Kleinkram anzufüllen. Jeden Tag müssen sie ihre geistliche Kraft erneuern. Lernt von dem, der gesagt hat: Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Lernt von ihm und ihr werdet Ruhe finden. Jeden Tag werdet ihr in göttlichen Dingen Erfahrung sammeln. Jeden Tag euch der Größe seiner Rettung und der Herrlichkeit einer Vereinigung mit ihm bewusst werden. Ständig werdet ihr besser lernen, wie man noch besser Christus ähnlich leben kann. Und ständig werdet ihr dem Heiland ähnlicher werden. Wenn wir dem Ich sterben, wenn wir uns größere Vorstellungen davon machen, was uns Christus bedeuten kann und was wir für ihn sein können, wenn wir uns miteinander durch das Band christlicher Gemeinschaft vereinen, dann wird Gott vollmächtig durch uns wirken. Dann werden wir durch die Wahrheit geheiligt werden. Wir werden tatsächlich von Gott erwählt und durch seinen Geist geführt und beherrscht werden. Jeder Tag des Lebens wird uns kostbar sein, weil wir darin eine Gelegenheit sehen, die uns anvertrauten Gaben zum Segen anderer einzusetzen. Wir müssen uns im liebenden Dienst für andere selbst vergessen. Vielleicht erinnern wir uns einer freundlichen Tat, die wir tun, gar nicht mehr. Doch die Ewigkeit wird jede Tat zur Rettung von anderen ans helle Licht bringen. Jedes Wort, das Gottes Kindern Trost zugesprochen hat. Und diese Taten, um Christi willen getan, werden bis in alle Ewigkeit ein Teil unserer Freude sein. The Lord is coming. Are you ready?